So, ich denke, dann können wir starten. Sind ja mittlerweile knapp 90 Teilnehmer zugeschaltet, was uns schon mal sehr freut, dass sich zu dieser Veranstaltung so viele Menschen zugeschaltet haben, weil es ja zeigt, dass das Thema Ernährung auf reges Interesse stößt und wir eben mittlerweile doch, glaube ich, alle miteinander erkennen, dass Ernährung politisches, hochpolitisches. Und wir hätten ja gerade eigentlich zurzeit die Grüne Woche in Berlin, auch immer eine sehr politische Veranstaltung, wo es dann mehr um Landwirtschaft geht, aber Landwirtschaft und Ernährung gehören ja zusammen. Und gleichzeitig eben die Diskussion darüber, wie gute Ernährung für uns alle aussieht und wie gute Ernährung vor allem für diejenigen aussieht, für die wir auch Verantwortung übernehmen, nämlich für unsere Kinder und Jugendlichen, die essen ja im Regelfall dann doch noch meistens nicht selbst kaufen, sondern für die eben Eltern oder andere zuständig sind. Unsere Veranstaltung heute heißt Gutes Essen für alle, soziale, ökologische und bildungspolitische Dimension einer nachhaltigen Schulverpflegung in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, wir wollen den Fokus klar auf die Schulverpflegung legen, aber uns ist natürlich bewusst, dass genauso das auch für Kitas gilt, dass das auch ein wichtiger Bereich ist, wo wir uns drum kümmern müssen. Es ist Teil einer Veranstaltungsreihe, die wir machen, Grüne Sozialpolitik in NRW. Und am Anfang möchte ich zunächst einmal sagen, dass diese Veranstaltung aufgezeichnet wird, dass Sie also, wenn Sie sich zu Wort melden, dass Sie dann damit rechnen müssen, dass man Ihren Beitrag am Ende auch sich nochmal anschauen kann, dass Sie das halt beachten. Sie können an der Veranstaltung auch anders interaktiv teilnehmen, als sich zu Wort zu melden. Sie können auch in den Chat reinschreiben und Sie können das Frage- und Antwort-Tool nutzen. Und wir haben heute zwei Gäste und eine Mitmoderatorin habe ich. Ich fange mal mit Sigrid Bär an. Sigrid Bär ist die bildungspolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion und vertritt seit langem die Grünen im Schulausschuss hier in Nordrhein-Westfalen und hat, das werden wir nachher merken, eine ganze Menge zum Thema Ernährung in der Schule zu sagen. Dann nimmt teil Herr Bernhard Burdig von der Verbraucherzentrale. Er ist dort Leiter des Bereichs Lebensmittel und Ernährung. Und Frau Christine Hornbruch, auch von der Verbraucherzentrale. Sie sind die Leiterin der Vernetzungsstelle Kita und Schulverpflegung. Herr Burdig und Frau Hornbruch werden nachher gemeinsam eine Präsentation vorstellen, wo sie halt die wesentlichen Arbeitsfelder sehen. Sigrid, du bist ja schulpolitische Sprecherin und das ja auch schon wirklich seit ein paar Jahren. Ich kenne dich gar nicht anders als schulpolitische Sprecherin. Du bist sozusagen eine Institution an der Stelle. Wenn du jetzt so überlegst, im Schulausschuss haben wir da eigentlich, weil ich sitze ja mit dir, ne, nicht die ganze Zeit, aber ich habe doch etliche Jahre mit dir zusammen da gesessen, auch in dem Ausschuss, haben wir das Thema Ernährung da eigentlich auch thematisiert? Wie ist das? Ja, erst einmal von mir aus auch ein herzliches Willkommen in die Runde und einen schönen guten Abend. Es ist schon lange her. Wir haben das in unserer Regierungszeit thematisiert, das Thema Verbraucherbildung, Ernährungsbildung und Gesundheit. Die Frage nach Standards sind thematisiert worden, aber es ist etwas, was hinter aktuellen anderen Themen zurückgetreten ist und dabei wird es eigentlich immer wichtiger. Und mir liegt das Ganze sehr am Herzen, weil ich auch eine berufliche Vergangenheit vor dem Landtagsmandat habe. Und da war ich an der Uni Paderborn im Fachbereich Naturwissenschaften für das Thema Verbraucher, Ernährungsbildung, Gesundheitsbildung zuständig und da auch früh in Kontakt zum Beispiel mit der Vernetzungsstelle Schulverpflegung, sowohl in Berlin wie auch bundesweit, habe Forschungsprojekte betreut und war in der Lehrerausbildung tätig. Und wir haben in rot-grüner Regierungszeit zum Thema Verbraucherbildung einen Antrag über alle Fraktionen hinweg auf den Weg gebracht. Und jetzt ist das aber leider eingefroren und auch die Frage von Standards, da sind wir auch nicht viel weitergekommen in der Frage der Verpflegung. Und durch die Corona-Situation, werde ich gleich noch was zu sagen, ist viel auch gefährdet in den Schulen an Initiativen.
Sigrid, ich habe ja mal, ich verrate mal ein Geheimnis, ich habe mal auf Lehramt studiert. Ich wollte ja mal Lehrer werden, vor langer, langer Zeit. Und ich habe in Berlin studiert und ich habe damals ein Praktikum gemacht an einer Realschule in Neukölln. Neukölln ja nicht ganz so ein einfacher Bezirk. Und ich kam ja so aus dem ländlichen Raum und war völlig überrascht, als mir dann die Schuldirektorin damals sagte: Also Sie müssen wissen, hier an unserer Schule kommt jeden Morgen ein Drittel der Schüler kommt ohne Frühstück. Das ist jetzt 30 Jahre her. Und das war für mich zu der Zeit, ich komme aus Steinfurt, so ein beschauliches kleines Landstädtchen, das war für mich unvorstellbar. Wie nimmst du das wahr? Das ist auch in Paderborn so, wo ich lebe und auch seit längerer Zeit. Das ist auch kein Hort der Glückseligkeit mehr. Das heißt, Kinder in Armutslagen sind davon betroffen, dass sie eben morgens nicht mit Schulverpflegung, mit einem Butterbrot, einem Apfel oder anderen Dingen versorgt sind, dass Eltern nicht in der Lage sind, dem nachzukommen, die Versorgung zu gestalten. Und wir haben es jetzt gerade in der Corona-Zeit, da wo Kinder nicht in der Schule waren, gesehen, dass viele Kinder auf ihre Mahlzeit, ihre Schulmahlzeit verzichten mussten, die die einzige warme Mahlzeit am Tag ist, auf die sie verlässlich bekommen haben. Und das gilt eben gerade für Kinder in prekären Lebenslagen. Von daher ist das Problem alt und es ist immer noch nicht gelöst. Und durch die derzeitige Krisensituation verschärft sich einiges sogar. Und gut lernen kann man nur, wenn man auch was Gutes gegessen hat und sich was Gutes tut. Also Essen, Bewegung und gutes Lernen, das gehört alles zusammen. Und deswegen ist es auch unverzichtbar in einer Ganztagsschule, dass diese Dinge gut aufgesetzt Das wäre noch mal, bevor wir jetzt an die beiden Experten von der Verbraucherzentrale NRW weitergeben. Das wäre nochmal so meine letzte Nachfrage. Ich habe ja gesagt, vor 30 Jahren Neukölln. Vor 30 Jahren hatte ich noch so halt dieses ganz klassische Familienbild hier, so im ländlichen Raum. Familie bestand aus Vater, Mutter, Kind und noch ein Kind. So, in den 30 Jahren ist aber eine Menge passiert, auch hier im ländlichen Raum, was ich so wahrnehme, dass sich auch Gesellschaft hier total verändert hat. Du hast die Ganztagsschule angesprochen. Die Berufstätigkeit ist heute eine ganz andere. Du hast angesprochen, Kinder aus prekären Verhältnissen. Und ich würde jetzt mal fast sagen, naja, eigentlich die Eltern, die beide berufstätig sind, die sind ja morgens auch ganz schön im Stress. Also die fliegen sozusagen zur Arbeit. Und müssen so irgendwie noch gucken, dass sie das Pausenbrot der Kinder auch noch irgendwie organisiert kriegen. Von daher, für die ist es ja eigentlich genauso dann eine Entlastung, wenn da eben Unterstützung kommt von anderer Seite. Oder Unbedingt. Also manche Kinder kriegen auch einfach Geld in die Hand gedrückt, um sich was auf dem Weg zur Schule zu besorgen. Das ist dann auch nicht immer eine gute Grundlage für den Schultag, das muss man so sagen. Aber in der Tat, Familien stehen im Stress. Die fragen, für was ist Zeit da und wie sieht die Versorgung aus? Das ist nicht nur mit prekären Lebenslagen verbunden, aber besonders. Aber eine Erfahrung kann ich schon mal hier sagen, da wo überall gesagt wurde, Kinder mögen das ja gar nicht und deswegen bietet man es ihnen nicht an. Das ist eine vollkommene Fehlinformation. Da wo wir in Grundschulen, und das habe ich viel gemacht, mit Studierenden ein gesundes Frühstück angeboten haben, mit Frischkost, mit Gemüse und das alles vorbereitet war, wurde das von allen Kindern super gerne gegessen. Das heißt, da ist eine Menge zu bewegen, eine Menge an Ernährungsbildung, an Geschmacksbildung, an Kennenlernen von Lebensmitteln. Und das ist auch unser Auftrag als Bildungsauftrag. Das war schon ziemlich rund, wie du das vorgestellt hast, gerade so. Und da habe ich so gedacht, jetzt musst du nur noch sagen, und eine Riesenchance für die Landwirtschaft. Also dann ist es sozusagen fast perfekt. Ich würde gerne, also weil das haben wir Das ja lassen wir doch für gleich. auch. Da komme ich später noch zu. Ja, wir haben das Thema ja auch wirklich jetzt so mit in den Fokus genommen, auch weil ich eben als agrarpolitischer Sprecher gesagt habe, ach, eigentlich ist das auch der Schlüssel zu einer Veränderung in der Landwirtschaft, weil darüber wird so viel Nachfrage mittlerweile generiert, dass wir eigentlich diesen Markt viel mehr uns anschauen müssen als den Markt der eben der privaten Person. Es wird so viel öffentlich gekocht, da kann so viel drüber entschieden werden. Und deshalb haben wir
eine Studie gemacht. Sie haben von der Verbraucherzentrale das ja auch gemacht. Wir haben ja fast zeitgleich eine Studie gemacht. Und ich fand die auch beide sehr interessant. Sie kennen ja auch beide. Und ich sag mal, bei unserer Studie, ja auch eigentlich nicht anders, es gibt schon noch einiges zu tun. Und vielleicht, Herr Burdig, fangen Sie mit Ihrer Präsentation an und zeigen uns mal auf, wo wir gerade stehen und wo wir hin müssen und wie wir das schaffen. Ja, vielen Dank auch mal von mir erstmal einen schönen guten Abend, Frau Bär, Herr Rüße. Vielen Dank für die Einladung zu der Veranstaltung und auch einen wunderschönen guten Abend in die Runde an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich starte mal meine Präsentation. Ich hoffe, Sie können die jetzt alle sehen. Und versuche mal, so wie Sie gesagt haben, Herr Rüsse, die wichtigsten Forderungen kurz zusammenfassend darzustellen, steige aber nochmal ein oder vielleicht anknüpfen an Ihre Diskussion, Eingangsdiskussion gerade. Da ging mir durch den Kopf, voller Bauch studiert nicht gern, ein leerer Bauch aber schon mal gar nicht. Also da gibt es noch viel zu tun und leider begegnet uns auch im Arbeitsalltag in der Vernetzungsstelle nach wie vor die Probleme, dass viele Kinder ohne Frühstück in die Schule kommen. Ja. So. Das braucht immer ein bisschen. Es reagiert leider langsam. Na, jetzt muss es aber langsam kommen. Na, warum kommt jetzt die nächste Folie nicht? Entschuldigung. Ja, jetzt sind wir ein bisschen ratlos, wir beide, ne? Und fragen uns, warum die Folie nicht kommt. Das kann ich mir gerade auch nicht erklären. Vielleicht gehen Sie noch einmal wieder raus und starten das Ganze nochmal von vorne. Vielleicht klappt es dann. Und sonst, wenn das nicht funktioniert, geben wir erstmal der Landesregierung die Schuld, dass der Breitbandausbau überhaupt nicht funktioniert und die Folien im Internet stecken bleiben. Das kann ich mir jetzt gerade nicht erklären. Sonst kann man es ja im Arbeitsmodus versuchen. Dann würde ich das vorschlagen. Das ist natürlich kein gelungener Einstieg. Alternativ kann ich es sonst auch einmal versuchen, Bernhard. Aber probier du ruhig nochmal, wenn du magst. Dann hast du die Hoheit über die Klickfolien, falls denn dann das überhaupt klappt. Ich versuche es mal über die PDF, jetzt komme ich nur nicht an den Vollbildmodus. Doch da. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Sie können es sehen? Ja. Und es funktioniert. Sehr gut. Dann war wahrscheinlich die Übertragungsrate, die uns da ein Schnippchen geschlagen hat. Also kurzer Einstieg. Wir beschäftigen uns natürlich in der Gruppe Lebensmittel und Ernährung über eine große Bandbreite an Themen. Unsere Ziele gehen natürlich auch über eine gesunde Schulverpflegung weit hinaus. Nur ganz kurz. Wichtig ist uns natürlich der Schutz der Gesundheit, gesundheitlicher Beeinträchtigung, Irreführung, Täuschung. Da gibt es im Lebensmittelmarkt viel Fantasie, die uns täglich begegnet. Und wir bemühen uns da, Transparenz zu schaffen, informieren natürlich Verbraucherinnen und Multiplikatoren über unsere Ergebnisse, Erfahrungen, Marktchecks und stellen natürlich auch unsere Forderungen in Richtung Politik und Wirtschaft und vertreten damit auch die Verbraucherinteressen rund um die vielfältigen Themen. Hier sind mal unsere Arbeitsbereiche genannt, auf den letzten gehe ich dann ausführlicher ein. Lebensmittelrecht und Sicherheit, neue Technologien, da verbergen sich
so große Aufgabenfelder, alles rund um Lebensmittelkennzeichnung, um die Kontrolle von Lebensmitteln, die Hygiene, die an allen Stellen gewährleistet werden muss. Lebensmittel im Gesundheitsmarkt, ein großer grauer Markt, wo sich die Menschen mit Gesundheitsversprechen Dinge einkaufen, die letztlich Gesundheitsgefahren auslösen, allzu häufig, also Nahrungsergänzungsmittel, funktionelle Lebensmittel. Lebensmittelqualität und Nachhaltigkeit, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Klimaschutz steht gleich vorne an. Lebensmittelverschwendung, auch seit über 10 Jahren ein wichtiges politisches und gesellschaftliches Thema. Tierwohl, auch ein brandaktuelles Thema, wo wir hoffen, dass da endlich auch mal in der neuen Koalition ein bisschen Bewegung reinkommt auf Bundesebene. Regionale Bio-Lebensmittel, das knüpft sicherlich auch an das, was Sie gerade, Herr Rüsse, gesagt haben. Und natürlich das Themenfeld gesunde Ernährung, Ernährungsbildung, auf das ich jetzt genauer eingehen möchte. Wir haben da auch schon eine langjährige Erfahrung in diesem Themenfeld. Ich habe mal nachgeschaut, wir haben 1977 mit Frühstücksaktionen in Kitas begonnen, also vor weit mehr als 40 Jahren. Das Themenfeld ist aber, oder dieses Thema gesunde Ernährung, gerade in der Schulverpflegung, ist aber in den letzten 10, 15 Jahren deutlich größer geworden. Nicht nur die Außerhausverpflegung insgesamt, sondern vor allem auch durch die Entwicklung des Ganztags in Kita und Schule. Das eröffnet uns auch die Möglichkeit, ganz, ganz viele Kinder zu erreichen, eigentlich so gut wie alle Kinder zu erreichen, denn alle, fast alle sind in Kitas und alle sind letztendlich in Schulen. Da können wir sie also sowohl mit Ernährungsbildungsaktivitäten erreichen, als auch natürlich zunehmend jetzt im Ganztag auch mit gesünderen und nachhaltigeren Verpflegungsangeboten. Im Laufe der Jahre, vor allem auch der letzten 10, 15 Jahre durch die Arbeit der Vernetzungsstelle Kita und Schulverpflegung, hat sich der Fokus von Ernährungsbildung, das früher sicherlich der Schwerpunkt unserer Arbeit war, doch verlagert auf die Beratung zur Verpflegung, auf eine Verbesserung der Verpflegungsqualität. Wir schauen auf Speisepläne und Ähnliches und beraten alle Akteure in der Schulverpflegung, wie sie eine nachhaltigere und gesündere Verpflegung gewährleisten können. Und die Nachhaltigkeitsaspekte haben natürlich in den letzten Jahren auch erheblich an Bedeutung gewonnen. Und ganz aktuell beobachten wir auch, dass das Interesse auch an den Nachhaltigkeitsaspekten gerade auf kommunaler Ebene deutlich zunimmt. Noch nicht ausreichend, aber es nimmt deutlich zu. Sicherlich auch ein Aspekt zum Beispiel der sich bildenden Ernährungsräte. Ja, zu welchen Forderungen sind wir in der Beschäftigung in diesem Themenfeld letztlich gelangt? Ein Thema ist eben auch schon mal angesprochen worden, die Qualitätsstandards. Das ist natürlich auch, sage ich mal, eine der Kernforderungen, die wir gleich als erste nennen. Wir brauchen einen verbindlichen Orientierungsrahmen. Wir brauchen klare Leitplanken, dass alle Akteure wissen, in welche Richtung sich die Verpflegung verändern soll, welches Ziel man damit erreichen will. Damit das Ganze verbindlich wird, reicht es nicht, solche Qualitätsstandards zu beschreiben, sondern sie müssen letztendlich in Landesgesetzen verbindlich für die Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen implementiert werden. Natürlich muss man dabei auch berücksichtigen, dass eine gesundheitsförderliche, nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung für möglichst alle ermöglicht wird und auch bezahlbar wird. Ich habe bewusst das Wort bezahlbar dahingeschrieben. Es wird sicherlich viele geben, die sich auch eine Schulverpflegung unter Umständen nicht leisten können. Wir haben gerade über die prekäre Situation vieler Kinder schon gesprochen, die noch nicht mal mit Frühstück in die Schule kommen. Aber wir sprechen uns, da habe ich mich verschiedentlich oder haben wir uns verschiedentlich positioniert, gegen eine generelle kostenlose Schulverpflegung aus. Also es gibt Erfahrungen, wenn man nach Berlin schaut, wo der Senat vor geraumer Zeit eine kostenlose Schulverpflegung verbindlich vorgegeben hat, dass dann beispielsweise auch die Lebensmittelverschwendung an der Stelle zunimmt. Und das kann auch nicht Sinn dessen sein. Und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft haben kein Problem, sich die Schulverpflegung zu leisten.
Die, die es nicht, sich nicht leisten können, die müssen einen ganz einfachen Zugang zur Schulverpflegung bekommen. Das ist völlig klar. Da darf niemand ausgeschlossen sein und eine gesunde, nachhaltige Ernährung darf auch an der Stelle keine Frage des Portemonnaies sein. Ja, in unserer Arbeit, da wird dann Frau Hornbuch gleich noch konkreter auf die Arbeit der Vernetzungsstelle eingehen, ist es natürlich wichtig, alle relevanten Akteure, die in der Schulverpflegung etwas zu sagen haben und daran beteiligt sind, auch mitzunehmen und gemeinsam die Dinge weiterzuentwickeln. Man muss das gemeinsam tun, nur dann wird es auch von allen aktiv getragen. Ja, die Beratung ist ein sehr, sehr großer Teil unserer Arbeit in der Vernetzungsstelle Kita und Schulverpflegung und das mittlerweile seit 12 Jahren, glaube ich. Aber mit einer Handvoll Kolleginnen in der Vernetzungsstelle können wir in einem Land wie Nordrhein-Westfalen mit knapp 7000 Schulen und ich glaube, die genaue Zahl der Kitas weiß ich gar nicht, aber wird sicherlich irgendwo bei 40.000, 50.000 liegen, unmöglich alle erreichen. Das heißt, wir brauchen letztendlich auch Verbündete auf Quartiersebene in den Städten, auch kleinteiliger als jetzt die Kommunen als Träger in ihrer Verantwortung, sondern auch darunter. Wir haben daraus die Forderung Verpflegungsbeauftragte abgeleitet in der von Ihnen, Herr Rüssel, eben genannten Studie der FH Münster, waren die als kommunale Ernährungsscouts bezeichnet. Ich vermute, dass wir ungefähr das Gleiche uns dabei vorstellen. Also verantwortliche, kompetente Ansprechpartner auf Stadtteilebene, die die Interessen bündeln und Mediatorenfunktion einnehmen und kompetent beraten, was unter Umständen auch ein Träger alleine für eine Vielzahl an Schulen gar nicht leisten kann. Die Vergabe ist natürlich einer der Hauptansatzpunkte, an denen man eine öffentliche Beschaffung in der Gemeinschaftsverpflegung verbessern könnte. Aber die Beschaffung ist durchaus auch ein schwieriges Feld. Da muss man aufpassen, dass dann nicht irgendwo über die gesetzlichen Vorgaben rund um die Vergabeprozesse sich jemand dann ausgehebelt fühlt und dagegen klagt. Auch dafür gibt es mittlerweile Beispiele. Das heißt, die Vergabe muss auf stabile, gesicherte Beine gestellt werden, dass tatsächlich die Nachhaltigkeitskriterien auch ausreichend in der öffentlichen Beschaffung Fuß fassen können und das nicht durch irgendwelche anderen Prozesse ausgehebelt wird. Ja, die Ernährungsbildung hatte ich eben schon angesprochen, ist natürlich weiterhin als Maßnahme sinnvoll, nützlich und notwendig. Eine Verknüpfung kann natürlich gerade in Kitas und Schulen, in den Lebenswelten, in denen das Lernen ja vor allem stattfindet, gut verbunden werden. Also eine gesunde Verpflegung mit Ernährungsbildungsinhalten, die erklären, wann was wo wächst und warum welche Form der Ernährung gesünder ist. Also eine gute Verzahnung der Verhältnisprävention mit der Verhaltensprävention ist an der Stelle natürlich gut möglich und unbedingt zu verbessern. Dazu gilt es natürlich sicherlich auch noch in den Curricula der Beteiligten, gerade das Thema Ernährung weiter zu stärken. Das ist eine langjährige Forderung, die immer wieder mal auch, auf Bundesebene erhoben wird, aber letztendlich gerade in der Landeskompetenz liegt, dass da die Lehrerinnen und auch Erzieherinnen sich noch stärker mit dem Thema Ernährung befassen müssen und befassen sollten, auch in ihrer Aus- und Weiterbildung. Ja, und last but not least, das knüpft auch sicherlich an das Vorgespräch eben, Herr Rüssel, Sie hatten gesagt, dass gerade in den Gemeinschaftsverpflegungen natürlich ein erhebliches Potenzial ruht, eine Nachfrage nach regionalen Produkten, nach ökologischen Produkten aus der regionalen Landwirtschaft zu fördern. Mit den entsprechenden Vergabekriterien würde das gut funktionieren. Natürlich muss man auch das Preisthema an der Stelle in den Blick nehmen.
Aber letztendlich sind natürlich Preise auch immer nur die halbe Wahrheit, weil viele unserer Preise, gerade auch im Bereich Lebensmittel und Ernährung, eben keine wahren Preise sind, sondern viele andere Umweltbelastungen zum Beispiel ausklammern oder ernährungsbedingte Krankheiten ausklammern und so weiter. Also eine Internalisierung dieser sogenannten externen Effekte würde da sicherlich auch manche Preisrelationen verändern. Aber sicherlich würden die Preise steigen und dafür muss man dann gegebenenfalls auch einen sozialpolitischen Ausgleich mit in den Blick nehmen. Aber im Kern ruht da viel Potenzial, gerade in den Zeiten, wo jetzt aktuell auch in der Landwirtschaft an vielen Stellen große Probleme auftauchen und viele Betriebe schließen müssen, weil sie mit den Einnahmen nicht mehr wirtschaften können, die sie im Moment erzielen. So, mit meinem Part bin ich da jetzt, glaube ich, am Ende und würde das Wort weitergeben an meine Kollegin Frau Hornbruch, die jetzt dann im Detail auf die Arbeit der Vernetzungsstelle eingeht. Genau, danke, lieber Bernhard. Die Frage, ich habe gerade im Chat kurz gesehen, dass einige Teilnehmer nur die Startfolie sehen können. Macht es Sinn, dass wir nochmal die Präsentation neu teilen oder funktioniert das so? Vielleicht einmal kurz eine Rückfrage an den Support im Hintergrund. Weil ich habe tatsächlich jetzt viele Bilder, die kommen. Also ich könnte... bei mir lief die ganz normal durch. Und ja. Okay, ich sehe gut die Folien sehen. Das war dann wohl, glaube ich, tatsächlich und, ein Pünktchen. Ja. Gut, Bernhard, dann klicke einfach durch. Genau, also Christine Hornbruch, auch herzlichen Dank von meiner Seite für die Einladung und ein Willkommen an alle ZuschauerInnen heute hier. Ich bin noch nicht 40 Jahre an Bord der Verbraucherzentrale und im Bereich Kita und Schulverpflegung tätig, aber tatsächlich schon seit 2013 und da auch ausschließlich in den Lebenswelten unterwegs. Wir haben in der Verbraucherzentrale schon über 12 Jahre Vernetzungsstellenarbeit hinter uns. Gestartet sind wir 2008 mit der Vernetzungsstelle Schulverpflegung in NRW und haben es geschafft, in 2017 kleinere Kita-Projekte zu der Vernetzungsstelle Schulverpflegung hinzuzuholen. Ein Dank geht da auf jeden Fall auch an unser Familienministerium in NRW. Das heißt, wir konnten die Kita mit an Bord holen und haben es jetzt geschafft, mit 21 da auch nochmal durch Budgetaufstockung vom Familienministerium eine weitere neue Zielgruppe mit in unser Spektrum aufzunehmen, und zwar Personen der Kindertagespflege. Das heißt, hier gehen wir nochmal einen Schritt weiter und sind vor allen Dingen im Bereich der U3-Kinder auch dann vertreten. Und was wir natürlich, und auch da ein Dank an unsere geldgebenden Ministerien, einfach der Punkt, dass wir jetzt institutionell verstetigt sind. Das heißt, wir sind kein Projekt mehr, sondern ein fester Bestandteil der Verbraucherzentralenarbeit und haben dadurch jetzt auch die Chance, und das spielt uns gerade natürlich unglaublich in die Karten, unsere Arbeit individuell und flexibel anzupassen. Also wir können unglaublich gut jetzt auf die aktuelle Situation eingehen. Wir können digitale Angebote ausprobieren und austesten. Und auch hier haben wir uns für unsere Arbeit aktuell auch den Punkt Zielgruppenansprache auch sehr auf den Zettel genommen, weil wir einfach versuchen wollen, unsere Inhalte, die ja auch alle bekannt sind, also ich glaube, wir brauchen nicht mehr darüber reden, was auf den Teller gehört in den Schulen und in den Kitas, sondern jetzt ist die Frage, wie kriegen wir diese Prozesse in Gang und wie schaffen wir es, Motivation und Impulse zu setzen, dass die Akteure vor Ort auch den Nutzen erkennen und Lust haben, das anzupacken. Und da ist es sehr wichtig, dass wir in der Sprache sprechen und die Dinge so kommunizieren, dass sie auch ankommen und wir nicht mit dem erhobenen Zeigefinger dort stehen. Bernhard, du darfst gerne eine Folie weitermachen. Jetzt schlägst du mir ein Schnippchen hier, die will nicht. Es hängt gerade wieder. Ich schlage vor, ich stoppe mal die Wiedergabe und du öffnest deine Präsentation in der Hoffnung, dass es dann klappt. Also es können wir gerne machen. Hat sich wieder aufgehängt, leider. So, dann drücken Sie mir die Daumen. Da ist sie schon. Jetzt versuchen wir noch, in die Bildschirmpräsentation zu wechseln. Sehen Sie die Bildschirmpräsentation? Frau Bär schüttelt den Kopf.
Ich warte mal noch einen Moment. Können Sie die Folien so erkennen oder sind die zu klein? Doch, das geht so. Wir machen, ja? Machen Sie mal. Ich habe auch viele Bilder, also ich habe gar nicht so viel Text. Ich habe Ihnen hier mal eine Übersicht mitgebracht über unsere Themenfelder. Es ist ein bunter Strauß, der auch beliebig erweiterbar ist. Also wir haben viele, viele Themen, die wir bearbeiten. Natürlich Verpflegungsqualität, wie ich vorhin meinte, das ist, glaube ich, allweit bekannt. Der Bereich Ausschreibung und Vergabe, den Herr Burdick vorhin ansprach, aber genauso auch Allergenkennzeichnung hat uns eine sehr lange Zeit sehr intensiv begleitet. Das wird gerade wieder weniger. Jetzt ploppen bei uns, jetzt könnte man hier tatsächlich ein neues Feld aufmachen zum Thema Nachhaltigkeit, was natürlich uns auch in unserer Arbeit sehr viel beschäftigt und bewegt. Und der Punkt der Akzeptanzförderung, was Frau Bär vorhin ansprach, man muss es anbieten und die Kinder essen das auch. Also das ist auch tatsächlich gerade in Schulverpflegung ein Punkt. Und da bin ich nicht nur bei den Schülerinnen und Schülern, sondern tatsächlich auch bei den Lehrkräften im Kollegium auch und auch der Schulleiter und auch der Kioskbetreiber. Also wenn alle an einem Strang ziehen und dort auch das Angebot gut finden, das wirkt sich aus und dann funktionieren Dinge, wo vielleicht viele vorher gesagt haben, das funktioniert nie im Leben. Das heißt, wir haben viele verschiedene bunte Themenfelder, mit denen wir uns beschäftigen. Und wir haben bei uns in der Vernetzungsstelle irgendwann mal diesen Kreis entwickelt, weil wir haben im Endeffekt drei Säulen unserer Arbeit. Also wir haben einmal die Information, die Beratung und die Vernetzung. Bei der Information haben wir über die Jahre es tatsächlich geschafft, ein sehr umfassendes Informationsportal aufzubauen. Ich habe Ihnen mal hier den Screenshot von unserer Website mitgebracht. Lohnt sich reinzuschauen. Unglaublich viele Fachinformationen. Frau Hornbruch? Ja? Man sieht im Moment nur das Deckblatt der Präsentation. Also jetzt sieht es schon etwas anders aus. Dann bleiben wir so. Sehen Sie es? Die Technik will heute nicht, wie wir wollen, aber wir wissen uns ja zu helfen. Das heißt, Sie sehen jetzt die Folie hier. Ich kann die auch mal ein bisschen größer ziehen, dann sehen Sie sie vielleicht noch etwas besser. So. So, genau, hier sehen Sie die Website, die ich Ihnen mitgebracht habe. Die lohnt sich auf jeden Fall mal anzusurfen mit vielen interessanten Fachinformationen, unseren Terminen. Wir haben natürlich eine Newsletter-Funktion. Dann haben wir natürlich auch relativ viele Printmedien. Was sehr, sehr gut läuft und auch heute noch sehr, sehr gut läuft, sind unsere kurzen, knackigen Infoflyer, wie hier beispielsweise der selbstgemachtes mitgebracht in Kita und Schule, der sehr gerne auch an die Eltern mit rausgegeben wird. Also was wir feststellen, ist, dass kurze, knackige Informationen auf den Punkt gebracht in Print, aber auch in digital sehr, sehr, sehr gut und gerne genommen werden, um dann auch im Endeffekt vor Ort von den Kita- und Schulakteuren bis an die Eltern weitergegeben zu werden. Genau, dann gehe ich mal eine Folie weiter. So, wir haben natürlich neben unserer Information auch die Beratung. Ich hoffe, Sie haben jetzt den Wechsel der Folie gesehen. Herr Rüße, geben Sie mir kurz eine Info. Ja, sie nickt, das ist gut, danke. Und zwar haben wir bei unserer Beratung natürlich einmal unsere großen Fachtagungen. Sie sind es hier oben in der Ecke. Wir haben Jahrestagungen, den Tag der Schulverpflegung, den Tag der Kita-Verpflegung. Hier versuchen wir auf Landesebene die Akteure zu vernetzen, geben Fachinformationen und bewegen uns wirklich auf dem Rahmen einer Fachtagung. Was wir aber zusätzlich auch haben, ist eine Reihe von Workshops und Seminaren. Hier sind wir, wie alle anderen auch, in den letzten fast 2 Jahren, kann man ja schon sagen, auf digitale Angebote umgestiegen. Und wir stellen fest, dass das gerade bei der Zielgruppe, vor allen Dingen im Küchenbereich, unglaublich gut ankommt, weil die sind so eng getaktet und haben so wenig Zeit, diese ganzen Inhalte mit einzuflechten, dass wir hier eine große Flexibilität anbieten können und wirklich auf den Punkt durch kürzere Angebote. Also wir sind tatsächlich dazu übergegangen, unsere Angebote auf 1,5 Stunden, 2 Stunden, maximal 3 Stunden Angebote zu reduzieren und da auch dann wirklich die Kernaussagen wieder reinzupacken. Also was wir gerade auch versuchen, ist tatsächlich allen Akteuren vor Ort zu sagen, schaut euch die ersten Impulse an, meldet euch bei uns, wir sind da, wir unterstützen euch. Also dass wir unsere Bandbreite an Angeboten tatsächlich aufzeigen und da dann den Akteuren vor Ort und unterschiedlich und individuell helfen können. Das ist auch das Stichwort der Einzelberatung. Wir haben natürlich unser Beratungsthema
Telefon, wir haben unsere E-Mail. Man kann uns jederzeit anschreiben mit Fragen. Was wir natürlich auch machen in den letzten Jahren, etwas weniger, als es früher der Fall war, aber wir gehen auch vor Ort. Also wir sind auch vor Ort in Schulen und beraten über uns selbst oder über unsere Honorarkräfte. Und da habe ich Ihnen mal unsere Eckdaten mitgebracht, worüber wir stolpern und was gut funktioniert oder nicht so gut funktioniert. Was als allererstes unglaublich wichtig ist, dass alle an den Tisch müssen. Also es ist wichtig, auch im Endeffekt erstmal die Vision und die Haltung von Essen und Trinken in der Schule gemeinsam zu erörtern. Also auch wir, das haben aber auch ja Sie in Ihrer Studie NRW ist besser, tatsächlich sehr deutlich rauskristallisieren können, dass es einfach auch mehr als nur satt werden ist. Also es ist, man lässt es verknüpfen. Es ist nicht nur das Mittagessen, es ist über den ganzen Tag gedacht. Es ist verknüpft mit Ernährungsbildung. Es nimmt alle mit, unabhängig ihrer sozialen Herkunft. Also es ist tatsächlich ein Türöffner, der eine Chance bietet. Und diese Chance braucht es manchmal, glaube ich, noch ein bisschen mehr zu unterstreichen, dass auch alle Akteure da gut mitziehen können. Und was ich gerade schon sagte, Essen und Trinken in der Schule ist Chefsache. Weil was wir feststellen in den Schulen, wo wir unterwegs sind, wo auch auf Leitungsebene und im Kollegium dieses Thema mitgetragen wird, und das Ganze dann auch bis zu den Eltern gespielt wird und natürlich auch die Schüler mit und Schülerinnen mitgenommen werden, tragen sich die Sachen oft viel besser und lassen sich auch Veränderungsprozesse viel deutlicher abbilden und umsetzen. Ganz wichtig ist natürlich auch Transparenz und klare Kommunikation, genauso wie das gemeinsame Verständnis und Ziele. Also was heißt es für unsere Schule ganz individuell, was wollen wir erreichen? Dann natürlich die Partizipation, wie ich gerade schon sagte, Eltern, Schülerinnen und Schüler, weil die sollten das im besten Fall ja auch essen und gut finden. Also fragen wir da auch mal nach und das wird nicht immer nur Pommes sein, die dann genannt werden, sondern da kommt tatsächlich auch, glaube ich, relativ viel Interessantes, wo wir vielleicht auch schon noch was lernen können. Vision und Wirklichkeit ist tatsächlich auch noch so ein Punkt. Das ist das, was wir in unserem Beratungsalltag oft feststellen. Es wird immer ganz viel gewollt und das am besten sofort. Und wenn wir gerufen werden, können wir aber nicht zaubern. Und da ist es erstmal ganz wichtig, auch zu sehen, okay, wo stehen wir? Was wollt ihr und wie kommen wir dahin? Und vielleicht schaffen wir erstmal in kleinen Schritten Veränderungen. Deswegen auch der nächste Punkt, kleine Schritte und ausreichend Zeit, damit es kein Frustthema wird. Es sollte ein Thema sein, was wirklich allen Akteuren Spaß bringt, damit man auch am Ball bleibt. Weil ich glaube, sehr oft passiert es, dass Dinge angestoßen werden und dann tatsächlich leider im Sande verlaufen. Und man braucht einen sehr langen Atem, um viele Dinge anzustoßen. Was natürlich auch wichtig ist, dass man sinnvolle Verknüpfungen und Synergien nutzt. Das heißt, es sollte bestenfalls mit ins Schulprogramm aufgenommen werden. Die Eltern sollten mitgenommen werden. Und es gibt darüber hinaus ganz viele unterschiedliche außerschulische Angebote, die man sich mit reinholen kann. Kooperationspartner, die im Land NRW unterwegs sind oder auch bundesweit unterwegs sind, die im Endeffekt auch nochmal neue Impulse mit reingeben können und in Projektchen die Themen auch nochmal mit aufbereiten. Da bin ich auch sehr gespannt, was uns Frau Bär gleich aus ihrer Schulerfahrung berichten wird. Dann haben wir noch die letzte Säule, und zwar unsere Vernetzung. Bei der Vernetzung ist es so, dass wir natürlich versuchen, auch gute Erfolge und Beispiele aus der Praxis sichtbar zu machen. Das heißt, Kita und Schule auf Erfolgskurs. Hier bieten wir den Akteuren untereinander einmal eine Plattform der Vernetzung und des Austausches, aber auch Austausch direkt. Dieses Voneinanderlernen ist unglaublich gut und wichtig, weil da sieht man dann, ah, wie habt ihr das denn eigentlich gemacht? Und da sind gerade so regionale Punkte unglaublich gut, wenn es darum geht, gerade den Speiseplan nachhaltiger zu gestalten. Wo kriegt ihr denn die Lebensmittel her? Also im Endeffekt wirklich diesen Austausch untereinander zu befördern. Unser Hauptaugenmerk wird in nächster Zeit tatsächlich, deswegen war ich gerade auch sehr froh darüber zu sehen im Chat, dass relativ viele Ernährungsräte da sind, die Begleitung von kommunalen Prozessen. Also wir sind seit gut anderthalb Jahren sehr, sehr, sehr häufig angefragt im Bereich kommunale Nachhaltigkeitsstrategien. Das heißt, Kommunen machen sich auf den Weg und gehen als erstes relativ häufig den Weg über Kitas und Schulen, weil das einfach ein Setting ist, wo man einen guten Anpack hat. Essen und Trinken lässt sich gut mit Nachhaltigkeit verknüpfen und dann kommen wir relativ häufig mit ins Spiel und sollen unterstützen, wie diese Prozesse denn angestoßen werden können. Wir haben über die Jahre hinweg, ich glaube, den Kreis Warendorf haben wir schon seit
2013, 2014 begleitet, also wirklich schon sehr, sehr lange. Angefangen im Bereich Schulverpflegung. Sie sehen auch hier unten das Logo, habe ich Ihnen mal mitgebracht. Aktuell beraten wir die Stadt Düsseldorf im Bereich nachhaltigere Kita-Verpflegung im Frühstücksbereich. Da sollen noch weitere Punkte nachfolgen. In Essen sind wir aktiv, in Bielefeld und. Also es gibt ganz, ganz viele weitere Kommunen und auch viele Ernährungsräte, die auf uns zukommen, die gerade noch in Gründung sind und das Thema anpacken wollen. Was wir feststellen, es funktioniert tatsächlich immer sehr gut, wenn ein Ratsbeschluss oder Ähnliches vorliegt. Also es braucht eine Basis, eine politische Basis, und es sollten bestenfalls die entsprechenden Ressourcen mit eingebunden sein. Also wir fragen dann in der Regel mal als erstes, ist das Jugendamt, das Schulamt, das Gesundheitsamt, ist jemand mit in diesem Prozess involviert? Weil erst dann funktioniert diese Ansprache an die Settings, an Kitas, an Schulen unglaublich gut und auch besser, als wenn ein Ernährungsrat davon unabhängig versucht, etwas zu agieren, weil was uns bewusst sein muss, besonders Kitas, Schulen etwas weniger, erhalten unglaublich viele Befragungsanfragen oder ähnliche Sachen. Also da prasselt ganz viel ein. Und wenn es von der Stadt kommt, hat es einen anderen Stellenwert. Da lässt sich dann auch wirklich viel bewegen. Deswegen werden wir unsere Aktivitäten demnächst auch dorthin fokussieren und uns hauptsächlich auch auf die kommunale Beratung konzentrieren. Da lässt sich viel, viel mehr erreichen, als wenn man einzelne Schulen berät, weil einfach eine andere Verbindlichkeit dahinter steckt. Weil das muss uns bewusst sein, Essen und Trinken ist ein wichtiges Thema, was allen auch unter den Nägeln brennt, aber im Alltag, in Schule vor allen Dingen, fällt es dann doch leider oft auch immer wieder unter den Tisch und irgendwie läuft es ja dann doch. Deswegen sind wir ganz froh, dass dieser politische Aufwind da ist und der Weg über die Nachhaltigkeit einfach für uns ein guter Türöffner ist, auch weiterhin in den Kommunen, in den Schulen und in den Kitas etwas zu bewegen. Dann sind wir auch auf Bundesebene natürlich aktiv. Frau Bär sprach vorhin ja schon die Vernetzungsstelle Berlin auch an. Also wir sind tatsächlich sehr gut auch mit dem NQZ organisiert, haben engen Austausch mit den anderen Vernetzungsstellen, aber genauso auch mit der DGE, mit dem BZFE. Also da sind wir durch die Verbraucherzentrale sehr gut aufgestellt und in unterschiedlichsten Gremien und Austauschforen und versuchen uns da dann auch abzustimmen, weil es muss das Rad nicht immer wieder neu erfunden werden. Genau, dann habe ich Ihnen zu guter Letzt, die Präsentation bekommen Sie ja, nochmal meine Kontaktdaten mitgegeben. Mir wurde im Vorfeld schon zugeflüstert, dass wahrscheinlich einige kommunale Akteure auch hier dabei sind. Und wenn sich Ihre Kommune auf den Weg machen möchte, dort ein Stück anzupacken, ich freue mich über E-Mails, über Anrufe und dann können wir mal schauen, was wir erreichen können. Genau. So, ich beende meine Präsentation einmal. Ja, vielen Dank, Frau Hornbruch, Herr Burdig. Das finde ich, war schon mal sehr spannend und wir würden jetzt eine kurze Runde machen mit Verständnisfragen, noch nicht in die eigentliche Diskussion. Das machen wir dann danach, wenn Frau Bär auch noch ihre Präsentation gemacht hat. Und Sie können also jetzt durch Handheben etwaige Verständnisfragen stellen oder eben in das Fragetool. Ich würde Sie beide etwas fragen wollen. Also in unserer Studie kam ja raus, und das habe ich eben auch im Chat so ein bisschen gesehen, dass viele Schulen gar nicht über die Möglichkeiten verfügen, dass also gar keine Küche da ist oder nur so eine Aufwärmküche vorhanden ist. Dann wurde eben von einer Teilnehmerin geschrieben, die Kinder haben nur 20 Minuten Zeit zum Essen, es gibt gar keinen vernünftigen Raum. Wenn Sie das so im Überblick betrachten, oder haben Sie da so einen Überblick? Also ich weiß jetzt, ich sag mal, aus unserer Studie, da war die Frage, wie viel kochen frisch? Und es waren bei den Kitas noch irgendwie 30%, glaube ich, und bei den Schulen waren es aber nur noch 14%, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber wie ist da Ihre Wahrnehmung? Weil Sie haben am Anfang gesagt, ganz am Anfang, seit 1977 haben wir damit angefangen. Jetzt möchte ich ja nicht nochmal 40 Jahre den Prozess begleiten. Also das schaffe ich auch gar nicht mehr, glaube ich. Aber also wo stehen wir aktuell? Das finde ich nochmal gut. So, wollen Sie erst antworten oder Sigrid, möchtest du? Musst du dich aber entstumpfen. Ich wollte mich jetzt nicht vordrängeln, aber will nur sagen, wer genau diese Frage, dass es nicht überall Küchen gibt.
sowohl was die weiterführenden Schulen angeht, aber auch die Zubereitungsmöglichkeiten in Grundschulen. Man mag mal über die provisorischen Gelegenheiten da manchmal, dass im Werkraum dann noch ein Herd steht und da werden dann Weihnachtsplätzchen gebacken oder so. Also wir sollten jetzt beim Ganztagsausbau, wenn es darum geht, das Recht auf Ganztag sicherzustellen, genau die Frage von Ernährungsbildung mit im Hinterkopf haben und das thematisieren, dass solche Gelegenheiten dann auch mit gedacht werden müssen, wenn es um den Ausbau geht. Ich knüpfe mal einfach direkt an die Frage von Herrn Rüßer an. Ja, also unsere Erfahrungen sind, decken sich ähnlich denen ihrer Ergebnisse. Also es ist tatsächlich so, dass in Kita tendenziell eher frisch gekocht wird als in Schule. Aber auch Frischküche ist eher weniger als die Belieferungsvarianten, die es gibt. Was wir tatsächlich auch immer wieder versuchen zu kommunizieren, weil das ist natürlich der Punkt, Budget, Finanzen wird in unserem Beratungsalltag immer wieder ein, also er kommt immer wieder auf, er ploppt immer wieder auf. Nur das legt natürlich den kompletten Prozess lahm. Also wenn wir anfangen, in kleinen Bereichen schon mal was anzustoßen, müssen wir dieses Themenfeld oft erstmal auch ein Stück weit zurückstellen, weil da können wir auch aus unserer Arbeit raus nichts dran ändern. Nichtsdestotrotz versuchen wir halt aufzuzeigen, welche Möglichkeiten und welche Spielräume es gibt, trotzdem aktiv zu werden und da im Endeffekt die Themen anzustoßen. Und was wir natürlich uns wünschen, ist, dass da einfach Schulen befähigt werden und auch Kitas selber frisch zu kochen. Also es gibt ja auch Ideen von Zentralküchen oder Ähnlichem. Also da, ne, da, auch da sind dann wieder Kommunen mehr mit im Boot. Und wir sind an der Stelle so, dass wir allen Akteuren auch sagen, mit jedem Verpflegungssystem ist es möglich, eine gute Verpflegung auf den Tisch zu bekommen. Also es ist tatsächlich so, es gibt natürlich Rahmenbedingungen, die sind an manchen Stellen K.O.-Kriterien, aber grundständig ist es tatsächlich mit jedem Verpflegungssystem machbar und möglich, um auch erst bei den Akteuren vor Ort nicht sofort den Wind aus den Segeln zu nehmen und zu sagen, wir können hier eh nichts reißen, dann lassen wir es einfach so, wie es ist, sondern wir versuchen tatsächlich zu motivieren und zu aktivieren, an dem Themenfeld zu arbeiten und die Chance einfach sichtbar zu machen. Bernhard, du wolltest bestimmt Ähnliches sagen mit der Zentralküche, oder? Ich wollte genau, dir nicht vorweggreifen. Ich wollte eigentlich nur das Stichwort Zentralküche, also gerade das Interesse, das wachsende Interesse auf kommunaler Ebene. Und viele Einrichtungen, sowohl Kitas als auch Schulen, sind ja dann schon in kommunaler Trägerschaft, bietet eigentlich eine gute Möglichkeit, diese Zentralküche auf Stadtteilebene zum Beispiel umzusetzen. Weil Man muss dann an der Stelle auch abwägen, du hast es angedeutet, Christine, dass natürlich nicht in jeder Schule eine Küche einzurichten finanzierbar sein wird. Also es gibt auch gute Ideen, wie man trotzdem eine Frischküche im nahen Umfeld dann gewährleisten kann. Gut, dann hätte ich noch eine Frage, weil Sie am Anfang, Herr Budik, haben Sie die DGE-Empfehlung ja auch kurz erwähnt. Und da gab es die Nachfrage, wie denn der aktuelle Stand aus Ihrer Sicht dieser Richtlinien ist? Sind die up to date oder würden Sie sagen, na, da muss noch ein bisschen was getan werden? Weil die Frage tauchte auf. Und dann natürlich, das können Sie ja bestimmt sozusagen mit einer einzigen Zahl antworten, die Frage nach dem Geld. Wie viel Fördergeld wird denn benötigt für den Bereich? damit Frau Beer und ich das schon mal wissen, was wir da tun müssen. Zu den DGE-Qualitätsstandards. Wir waren, ich glaube, vor 1 bis 2 Jahren sogar noch mal selber an einer Aktualisierung beteiligt. Da sind also verschiedene Kolleginnen auch aus den Vernetzungsstellen einbezogen worden. Das heißt, es wird kontinuierlich daran gearbeitet und auch etwas Gutes kann man weiter verbessern, völlig klar. Also sie sind auf einem ziemlich aktuellen Stand, würde ich mal sagen. Ja, natürlich, ja, wie ich gesagt habe, man kann auch Gutes immer noch weiter verbessern. Also Nachhaltigkeitskriterien haben deutlich mehr Gewicht bekommen, als das früher mal der Fall war. Das geht schon alles in die richtige Richtung. Man muss natürlich auch wissen, dass für die konkrete Umsetzung die Qualitätsstandards letztendlich sowas wie Leitplanken darstellen. Man muss immer auch die Bedingungen vor Ort angucken, die Befindlichkeit der verschiedenen Akteure vor Ort.
Also 1:1, so sind sie auch letztlich nicht wirklich formuliert, die Qualitätsstandards. Also 1:1 kann man sie meist nicht umsetzen. Sie sind eine klare Orientierung für die Arbeit vor Ort in den Schulen und auf kommunaler Ebene. Aber sie sollten gleichwohl natürlich verbindlicher werden. Es gibt ja einige Bundesländer, die mittlerweile die Qualitätsstandards verbindlich vorgegeben haben. Ja, zu der Zahl. Nee, da kann ich jetzt, glaube ich, keine Zahlen nennen, aber viel Geld. Also bei, ich habe ja eben gesagt, wie viele Schulen wir in NRW haben und wie viele Kitas. Das ist schon ein dickes Brett, was da noch zu bohren ist. Und wenn man dann überlegt, Zentralküchen auf kommunaler Ebene, Verpflegungsbeauftragte auf kommunaler oder Stadtteilebene, das wird uns alle viel Geld kosten. Es nicht zu tun, wie bei vielen anderen Themen, wird uns alle als Gesellschaft vermutlich mehr kosten. Also eine gesunde Ernährung und eine nachhaltige Ernährung hat auch viele Vorteile. Nicht nur gesundheitliche, sondern auch wieder dieses Thema Kreisläufe schließen und die Landwirtschaft in der Region fördern. Das gehört ja alles mit dazu zur Wahrheit. So, jetzt hätte ich noch zwei Nachfragen aus dem Chat. Die eine war, was meinen Sie denn mit Zentralküche? Was soll das denn genau sein? Und die andere Frage oder die Frage der Kosten, das wäre jetzt mal meine ganz persönliche. Also das, was wir da ausgeben würden für Küchen, sparen wir andererseits im privaten Bereich. Da muss man die Küche ja sein Leben lang gar nicht mehr neu machen, weil die ja nach 20 Jahren immer noch wie neu ist, weil die ja noch gar nicht gebraucht wurde. Also von daher verlagert sich die Benutzung der Küche sozusagen aus dem Privaten in den gemeinschaftlichen Bereich rein. Und okay, Sigrid, ich sehe, du benutzt deine Küche. Das sehe ich sehr gerne. Nein, aber das Problem haben wir ja in der Tat. Und die Frage wäre, woher käme denn das Geld? Also ist ja eigentlich wäre es ja kommunale Aufgabe. Der Schulträger müsste die Schule ausstatten. Und dann ist ja die Frage, es gibt Kommunen mit relativ guter Haushaltslage und es gibt Kommunen, die werden alles tun, aber nicht in Schulen investieren, weil sie sagen, das können wir gar nicht. So, wie kriegt man das hin an der Stelle? Aber vor allem die Frage nochmal nach den Zentralküchen, was soll das genau sein? Ja, eine Zentralküche ist letztendlich, oder nochmal einen Schritt zurück, es gibt ja jetzt schon die Modelle, dass eine Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen auch drumherum, zum Beispiel Schulen oder Kitas, mitbeliefert. Ganz, ganz unterschiedliche, eine ganz unterschiedliche Zahl, manchmal nur vereinzelte, die in der Nähe liegen, manchmal auch weiter weg. Und je länger transportiert wird, umso schlechter wird dann wieder die Verpflegungsqualität. Zentralküche meint letztendlich in kommunaler Trägerschaft eine Küche, eine Großverpflegungsküche, die in dem Stadtteil, in der Umgebung relativ nah gelegen, um die Transportzeiten gering zu halten, eine hohe Verpflegungsqualität für die Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen drumherum. Das können dann genauso auch die Kantinen der Rathäuser oder ähnliche Einrichtungen sein. Das muss nicht dann nur auf Kita und Schule beschränkt sein, aber in möglichst effizienter Form mit einem überschaubaren Umkreis, um ja im Idealfall eine wirklich gute Verpflegungsqualität effizient zu gewährleisten. Das meint Zentralküche. Also es gab da vor 7, 8, 9 Jahren, glaube ich mal, von Professor Peinelt, Hochschule Niederrhein, eine Diskussion zu, die leider nicht weiter durchgedrungen ist, aber sage ich mal, bei den Erfahrungen, die wir sammeln, kann das durchaus an vielen Stellen ein gutes Modell sein. Was sich natürlich auch nicht alle Kommunen werden leisten können. Das ist völlig klar. Letztlich ist es dann eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und auch eine gesamtpolitische Aufgabe. Da muss man dann auch auf Landes- und Bundesebene darüber nachdenken, wo man die Prozesse auf kommunaler Ebene unterstützen kann. Es werden sich nicht alle Kommunen leisten können, ja. Aber sage ich mal, gerade im Bildungsbereich gibt es ja auch immer wieder trotz des manchmal hinderlichen Föderalismus gute Ideen, dass auch mit Landes- und Bundesmitteln Dinge unterstützt werden, wenn sie notwendig sind. Und die bessere Verpflegungsqualität ist notwendig. Gut, dann soweit bis hierher. Herr Burdig, eine Sache, die können Sie schon im Hinterkopf oder Frau Hornbuch,
die Frage nach Ausschreibungskriterien, was darf man denn vorschreiben? Darf man Bio vorschreiben? Darf man vorschreiben, das muss aus unserem Kreis kommen? Geht sowas oder geht das nicht? Das können Sie mal im Hinterkopf behalten, weil jetzt kommen wir erstmal zu Frau Beer. Sigrid, du weißt ja, ich nehme ja deine Schule bzw. deinen Lieferanten immer so gerne in Versammlungen. Wenn ich in so einer Bauernversammlung bin, dann erzähle ich immer gerne aus einer Veranstaltung, die wir bei dir in Paderborn hatten, wo ein Landwirt erst erzählte, sehr großer Betrieb, gewachsen und völlig verzweifelt war und sagte, meine Kinder wollen das nicht weitermachen. Ich habe doch alles getan, was ihr agrarpolitisch wolltet. Ich bin gewachsen ohne Ende, aber ich stehe sozusagen vor den Trümmern. Ich erzähle das jetzt ein bisschen kürzer. Und der andere Betrieb, der meldete sich dann und sagte, ja, unser Betrieb ist relativ klein. Wir haben 20 Kühe und wir hatten auch mal Schweine. Den Schweinestall haben wir jetzt umgebaut zu einer Hofmolkerei und da produzieren wir so einiges. Und Abnehmer ist deine Schule, Sigrid. Da wirst du gleich drüber erzählen. Und das Spannende war halt, dass dieser Bauer dann sagte, ja, und unser Sohn will jetzt damit einsteigen und jetzt müssen wir auch wachsen. Wir wollen 5 Kühe mehr halten. Also von 20 auf 25 und also dieses ungläubige Staunen der anderen anwesenden Landwirte, dass man eben auch andere Wege gehen kann. Und ich fand das so ein schönes Beispiel, dass ich das einfach immer wieder gerne auch benutze. Sigrid, erzähl doch mal von deiner Schule, wie ihr das da macht. Und ich habe ein bisschen jetzt gesagt, dass es eben auch eine Win-Situation für die Landwirtschaft sein kann. Aber da steckt ja noch mehr dahinter. Ja, und ja, das will ich gerne tun. Und wir sind dankbar, dass wir den Milchhof der Familie Werning gewonnen haben, der nur 10 Kilometer von unserer Schule aus arbeitet und ein wirklicher Familienbetrieb ist. Und damit wir einen verlässlichen Partner bekommen haben, die Molkereiprodukte halt dort zu beziehen. Er ist noch nicht biozertifiziert, ist auf dem Weg dahin, aber er hat auch durch die Kooperation mit unserer Schule tatsächlich auch eine wirtschaftliche Stabilität bekommen und wir haben einen verlässlichen Partner. Ja, ich bin nicht nur als Bildungspolitikerin jetzt mit dem Thema befasst oder mal früher als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ich bin einfach auch Eltern und habe mit anderen Eltern die erste Gesamtschule in Paderborn gegründet als Ganztagsschule. Und dann haben wir, naja, Höhen und Tiefen mit externen Caterern erlebt. Das ging am Anfang immer alles ganz gut. Aber so nach einem halben Jahr stellten sich Ermüdungserscheinungen ein. Die Qualität stimmte nicht mehr. Es war schwierig, das auf den Schulrhythmus abzustellen. Und dann ist, also wenn dann eine Woche Schulaufenthalt an der Nordsee war, dann hat der Caterer geweint, weil der Umsatz weggebrochen ist. Und wenn hitzefrei war, war das auch ein ganz großes Problem, sodass die Akzeptanz immer weiter in den Keller gegangen ist und wir als Eltern angefangen haben, Brötchen zu schmieren. Und das hat dann dem Caterer den Rest gegeben. Aber wir waren von Anfang an auch überzeugt, eine gute Schule braucht eine gute Verpflegung. Und so sind wir dann als Eltern angefangen, in Schulverpflegung einzusteigen und haben uns in der Tat dann auf den Weg gemacht und haben uns bei der offenen Schule Kassel-Waldau, die den Deutschen Schulpreis für ihr Mensa-Konzept bekommen hat, informiert. Und seit 2009 hat nun unser Förderverein eine Mensa-Abteilung, einen steuerbegünstigten Zweckbetrieb. Wir haben mittlerweile 18 Beschäftigte. Da sieht man unseren Koch- und Mensa-Leiter, Vater im Haus, neben ihm unsere Verwaltungskraft, Mutter im Haus und alle, die hier angestellt sind in unserer Mensa, sind Eltern. Zum großen Teil sind wir damit gestartet und das ist auch so weitergegangen. Und damit haben wir es erreicht mit dem Engagement, dass wir in der Tat auch die Stadt, die Kommune zu Investitionen gebracht haben. Wir haben sehr provisorisch angefangen und haben dann seit jetzt mittlerweile 10 Jahren eine Zubereitungsküche, sodass wir eine frische Mischküche anbieten können. 1 Million Euro ist dort investiert worden und wir sind jetzt als Förderverein auf dem Weg zu einer Zentralküche im Stadtteil, in dem wir die Grundschulen beginnen mitzubeliefern und das neu ausbauen. Wir haben eine ehrenamtliche Führungsstruktur. Wir arbeiten natürlich nicht
profitorientiert. Wir binden SchülerInnen ein, indem es natürlich auch einen Mensa-Ausschuss gibt. Bei uns ist klar, man kann sagen, ich habe eine Laktoseunverträglichkeit, ich habe Zöliakie, dann bekomme ich das entsprechende Essen. Ja, wir haben auch eine sozialverträgliche Preisstruktur und das macht manche Angebote schwierig. Das heißt, wir müssen mit der Steigerung der Bioanteile, da braucht es einfach auch Unterstützung, damit wir es ausbauen können, und das Personal besteht eben vorwiegend aus der Elternschaft. Wir haben, und das ist vor Corona, ein tägliches Angebot eines Buffets. Dazu gibt es immer zwei Sorten Nudeln mit zwei Soßen, eine immer vegetarisch. Und gerade über die SchülerInnenbeteiligung sind die vegetarischen Angebote kontinuierlich ausgebaut worden. Wir haben immer eine Salatbar, und da hieß es auch am Anfang, als wir umgestellt haben auf dieses Buffet-Modell und Abonnement-Modell, Kinder essen das gar nicht. Nein, ganz im Gegenteil. 30 Kilo Salat am Tag gehen in einer Schule mit über 1000 Schülerinnen und Schülern locker weg. Und wir haben auch gelernt in der Zeit, dass immer sortenrein angeboten wird. Also der gemischte Salat, wo dann einige davor stehen, haben noch nie Kidneybohnen gegessen oder andere Bestandteile. Da wird auseinanderpuzzementiert. Es wird gar nicht angefasst oder es wird weggeschmissen. Wir haben enorm geringe Reste, die dann hinterher in den sogenannten Schweineeimer gehen. Wir bieten auch täglich ein sogenanntes Tellergericht an und auch kleine Snacks, die angeboten werden, und auch ein Frühstücksangebot, sodass Kinder bei uns von morgens bis abends eine entsprechende Essensversorgung bekommen. Wir versorgen in einem Abonnement, das heißt, die Eltern müssen sich mindestens für ein halbes Jahr binden, entweder dass die Kinder 4 Tage in der Woche essen oder dass sie 5 Tage in der Woche essen. Es gibt verbilligte Abonnementgebühren für Geschwister. Wir haben erst eine Landesförderung aus dem Landesfonds, kein Kind ohne Mahlzeit, gehabt. Das gibt es ja jetzt nicht mehr. Und jetzt haben wir die Förderung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Das ist aber derartig aufwendig, dass wir eine eigene Verwaltungskraft beschäftigen müssen, um das Ganze abzuwickeln mit den entsprechenden Behörden. Das sind unsere Preise im Jahr 2009 gewesen. Also 5 Tage in der Woche durchgängig essen, wenn Schule ist, für das erste Kind 39 Euro im Monat und dann gestaffelt für die Geschwisterkinder bis runter zu 30 Euro. In der Landesfondsförderung haben die Eltern noch anteilig im Monat 13 bzw. 10 Euro bezahlt. Jetzt über das Bildungs- und Teilhabepapier wird das natürlich von den Behörden komplett übernommen. Und das ist die Preisstruktur ab dem 01.02.2022. Wir haben also auch die Preise anpassen müssen. Das ist klar, aber bei uns kostet das Essen durchgängig für 5 Tage für ein Kind 48 Euro mit einem Essen-Einzelpreis von 3,20 Euro. Und wir haben weiterhin unsere Geschwisterermäßigung. Das konnten wir alles aufrechterhalten. Das sind unsere Essenszahlen, die wir erreicht haben durch dieses Abonnementsystem bei einer Schule, deren Schülerinnenzahlen zwischen 2000 und 1200 und 1300 schwanken, je nachdem, wie viele Klassen aufgenommen werden konnten. Und wir haben Abonnements, das sieht man hier, bis zum Jahr 2020 deutlich über 800 gehabt. Dazu kommen die Einzelessen noch von Lehrerinnen und Lehrern und die Verpflegung der benachbarten Grundschule, der OGS, mit ca. 150 Kindern. Das bedeutet, wir geben am Tag in Vor-Corona-Zeiten bis zu 1000 Essen in unserer Schule aus. Und das bedeutet auch, dass es einen enormen Platzbedarf gibt. Und das ist auch schon im Chat angesprochen worden. Das Thema Zeit und Esskultur ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, um auch eine Akzeptanz zu erhalten. Und Kinder sollten auch und Jugendliche in Ruhe essen können. Und deswegen muss das Platzangebot entsprechend stimmen. Wir haben natürlich starke Einbrüche im Jahr 2020 und 2021 durch die Corona-Situation. Ich habe als Fördervereinsvorsitzende
sind wir soweit gut durch die Corona-Zeit bislang gekommen. Mit Kurzarbeit mussten wir niemanden entlassen. Wir konnten dann auch wieder in die Verpflegung einsteigen. Und das war uns auch sehr wichtig, weil wir wissen, dass für viele Kinder unserer Schule dieses warme Mittagessen der einzig verlässliche Ernährungspunkt ist, das einzig verlässliche Essen, und gerade Kinder in prekären Verhältnissen sind darauf angewiesen. Unseren Koch, den Vater aus dem Haus, zwei Töchter hatte er an der Schule, die sind mittlerweile auch erwachsen, haben selbst schon Kinder, ist weiterhin unser Mensaleiter, und auch die frühere Schulpflegschaftsvorsitzende ist noch Verwaltungskraft und betreut unsere Abonnements, und das ist sehr aufwendig, vor allen Dingen bei der Abrechnung vom Bildungs- und Teilhabepaket. Das ist also ein ganz wesentlicher Punkt dazu, und ich will jetzt gerne noch mal einmal aktualisieren. Und noch einmal den Bildschirm freigeben für eine aktuelle Geschichte, und da ist auch unser Milchhof vertreten, der Milchhof Werning, zu dem wir enge Beziehungen haben, der an Tagen der offenen Tür auch bei uns vertreten ist, sich vorstellt, seine Produkte vorstellt. Wir haben für alle Kinder und Eltern, die neu an unsere Schule kommen, richten wir regelmäßige Probeessen aus. Das heißt, die Eltern können auch dazukommen. Auch da wird die Produktpalette vorgestellt. Wir legen also Wert darauf, dass wir unsere Lieferanten rund um die Schule in Paderborn haben und schauen, dass das wirklich auch regional funktioniert. Wir müssen aber mit den Anbietern zum Teil bis in den Kreis Soest gehen, weil wir sonst die Mengen, die wir tagtäglich bei 1000 Essen benötigen, einfach nicht geliefert bekommen. Und in der Zusammenarbeit mit Kindern und Eltern hat sich dann deutlich erwiesen, wir sind hier, das Papier ist aus 2019, mit dem Fleischkonsum weiter runter. Wir haben natürlich Jugendliche, die sagen, ich will mein Stück Fleisch auf dem Teller haben, und andere, die sagen, ich will nur ein kleines Stückchen. Wir bieten also das Fleisch immer in kleinen Portionen, deutlich unter 100 Gramm an, meistens in 50 bis 60 Gramm. Und wer dann möchte, kann sich ein zweites Stück nehmen, so wie wir auch insgesamt so damit umgehen, dass wir die Kinder dazu bringen, zu sagen, nimm dir erstmal nur so viel, wie du probieren möchtest, wenn du ein Essen noch nicht kannst und wo du dir sicher bist, dass du das essen kannst. Und wenn du dann noch Appetit hast, kannst du dir gerne eine zweite Portion holen. Das geht alles jetzt in der Corona-Zeit natürlich so nicht, weil dann durch das Gesundheitsamt Einbahnstraßen, Wege, Ausgabe vorgegeben ist. Und deswegen freuen wir uns, dass wir, wenn wir in die Nach-Corona-Zeit kommen, auch die Frage von Esskultur, diese Frage des Kennenlernens von Lebensmitteln, die Wertschätzung dessen, dass da vor Ort gekocht wird, dass das Mühe macht, das Ganze herzustellen, dass man sich anschauen kann, wie gekocht wird, dass wir das in ganz anderer Art und Weise wieder bewerkstelligen können. Und jetzt sind wir tatsächlich auf dem Weg, dass wir Zentralküche werden. Da die Stadt, wie gesagt, 1 Million Euro bei uns investiert hat an der Gesamtschule, wollen wir die beiden benachbarten Grundschulen jetzt konsequent mitbeliefern. Wir sind zurzeit dabei, über Bundes- und Landesförderung uns ein E-Cargo-Pedelec zu besorgen. Und das wird die Stadt auch mitfördern. Und mit sozialen Initiativen werden wir dann das Mittagsangebot zur OGS radeln, weil das unter den Corona-Bedingungen im Augenblick nicht möglich ist, dass die fußläufig zu uns kommen und in der Mensa mit essen können, weil die Zeiten einfach zu ausgedehnt sind und nur wenige Kinder gleichzeitig in der Mensa essen können, also weniger, als das sonst der Fall ist. So werden wir, hoffe ich, auch tatsächlich zu einer Zentralküche kommen und irgendwann die Frage der gemeinnützigen Gesellschaft, GmbH, nochmal diskutieren, damit es auch anteilig auf andere Füße gestellt ist. Hier haben wir eine sehr aktive Elternschaft und einen sehr potenten Förderverein, der das in dieser Schule bewegt, viel initiiert hat, aber das darf nicht davon abhängig sein, wie aktiv eine Elternschaft ist oder Einzelne vor Ort, ob es eine qualitativ gute, schülerinnenorientierte Verpflegung in Schulen gibt.
Und das ist eigentlich so der Impuls, der daraus erwachsen muss. Wie kriegen wir das systematisch in die Fläche, sodass das ein allgemeines Angebot ist? Wie kriegen wir die landwirtschaftlichen Angebote, die Produzenten rundherum vernetzt? Wir sind mit der solidarischen Landwirtschaft jetzt im Gespräch mit Betrieben, dass es da weitere Angebote gibt, die wir integrieren können. Aber das sind alles wirklich Prozesse, die brauchen Zeit und die brauchen auch staatliche Unterstützung. Denn auch dann können wir den Bioanteil weiter steigern in unserem Essen. Aber es muss eben auch bezahlbar sein. Und wir haben viele Familien, für die ist es echt knapp. Vor allen Dingen die Schwelleneinkommen, die nicht mehr vom BOT erfasst werden und die dann 3 oder 4 Kinder bei uns haben, die dort essen und die gut versorgt werden sollen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Nachfragen. Ja, vielen Dank, Sigrid. Immer wieder schön, davon zu hören. Und so ungefähr stellt man sich das ja vor. So sollte es eigentlich ja zumindest an allen großen Schulen funktionieren. Und wenn dann noch im Huckepack-Verfahren, so wie du es gerade geschildert hast, eine benachbarte Schule mitgenommen wird, dann kommt man ja eben dem System von Herrn Burdick schon sehr nah. Sie können sich jetzt gerne melden. Und ich würde den Patrick Motte bitten, dass er sich jetzt mal dazu schaltet. Patrick, du hast dir ja so ein bisschen, du hast die Fragen so ein bisschen verfolgt und vielleicht kannst du mal ein paar rausgreifen und dass wir dann so ein bisschen in die Diskussion auch reinkommen. Und wie gesagt, wer sich jetzt melden möchte von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dem würde das jetzt auch tun. Aber wir starten mal mit dir. Ja, vielen lieben Dank auch einmal für die Präsentation und Informationen. Es sind ganz, ganz viele Fragen schon reingekommen. Wir haben versucht, schon den Großteil auch zu beantworten im Chat. Ich habe aber jetzt mal so ein paar Punkte gebündelt, die vielleicht so ein bisschen weitergehen oder die wir im besten Fall auch mündlich irgendwie nochmal diskutieren können. Sigrid, du hattest es gerade jetzt angeklungen, ganz am Ende, das Thema ausreichende Anbieter für nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung. Also wer macht das? Wie ist das mit regionalen Wertschöpfungsstrukturen oder regionalen Anbieterinnen überhaupt? Auch vielleicht mal so mit einem Blick, wir diskutieren ja auch immer mal wieder so die Thematik Wertschöpfungszentren oder ähnliches. Da gibt es ja auch Konzepte von der Regionalbewegung, die ja auch von der Verbraucherzentrale, wenn ich das weiß, auch aufgegriffen worden sind. Vielleicht könnten Sie einmal so ein bisschen einordnen, wie sieht es da aus? Genügt das oder müssen wir da noch weitere Strukturen aufbauen? Ich glaube, an der Stelle, Bernhard, hast du tatsächlich mehr Einblick. Ich kann das für die Lebenswelt Schule tatsächlich oder für ausschreibende Stellen, da ist ja immer so die Frage, was kann ich wie überhaupt ausschreiben? Und es sollte, ich glaube, da brauchen wir auch, das wurde auch deutlich, nicht der Preis ist immer das Entscheidende, sondern tatsächlich viele andere Kriterien, wie beispielsweise die Qualitätskriterien aus dem DGE-Qualitätsstandard, die müssen ja nicht verpflichtend ganz drin sein, aber da sollte man tatsächlich gerade bei Leistungsbeschreibung sich genau überlegen, was ist uns wichtig und genau wie wollen wir es reinformulieren, und auch an der Stelle muss es dann rechtssicher formuliert sein. Genau ist das der gleiche Punkt mit Regionalität und Saisonalität. Im Endeffekt schlägt Saisonalität Regionalität, weil wir haben das nicht richtig, also es ist beliebig kompliziert. Und an der Stelle sind wir dann tatsächlich mit der Vernetzungsstelle. Wir hätten gerne jemanden, der tatsächlich die Rechtsgrundlagen exakt kennt und da auch wirklich vom Fach ist. Wir beraten in dem Bereich. Das sprengt aber oft auch unsere Kompetenzen. Wir sind derzeit dabei, tatsächlich mit den entsprechenden Akteuren vor Ort, die bundesweit auch unterwegs sind, in dem Bereich viel Erfahrung haben, auch im Bereich Schulverpflegung und Ausschreibung, gerade mit dem Aspekt Nachhaltigkeit, Informationsmaterialien zusammenzustellen, dass halt auch kommunale Akteure und Akteure in Schule und Kita damit arbeiten können. Weil im Endeffekt, wir bewegen uns auf der professionellen Ebene, ganz oft sind aber die Menschen, die die Ausschreibungen selber wirklich dann bewerkstelligen müssen, keine Ökotrophologen und auch nicht im rechtlichen Bereich so richtig fit. Das heißt, an der Stelle bedarf es weiterhin unglaubliche Unterstützung und Support, damit das Ganze auch rechtssicher ist und dann auch in die Richtung geht, dass nicht der Preis der Entscheidende ist, sondern tatsächlich andere Kriterien, die uns im Endeffekt dann viel, viel wichtiger sind, als dass es ein günstiges Angebot gibt von Verpflegungsanbieter XY. Was die Wertschöpfungsketten angeht, glaube ich, würde ich das Wort an Herrn Burdick abgeben. Ja, vielleicht noch ein ergänzender Satz zum Thema Ausschreibung.
das generelle Wording bei Vergaben ist ja das wirtschaftlichste Angebot. Und das wird der Einfachheit halber häufig das preiswerteste Angebot genommen, das mit dem niedrigsten Abgabepreis, um sicher zu sein. Denn wenn man andere Kriterien mit einbezieht, setzt man sich der Gefahr aus, dass unter Umständen von einem konkurrierenden Anbieter dagegen geklagt wird. Und da ist sicherlich an der Stelle auch noch die Unterstützung aus der Politik gefordert, die Vergabekriterien eindeutiger zu formulieren, dass sich niemand da aufs Glatteis bewegt, wenn er Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellt. Das ist natürlich ein Problem. Jetzt habe ich allerdings, bräuchte ich noch mal ganz kurz ein Stichwort zum Thema Wertschöpfungsketten. Also die Frage war im Endeffekt, gibt es ausreichende Anbieter, um nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung sicherzustellen? Also wenn man auf die Wertschöpfungskette guckt und ganz an den Anfang, haben die Landwirte im Moment eher das Problem, sich in Märkten mit Überschüssen zu bewegen, ihre Produkte zu angemessenen Preisen unterzubringen. Das schwankt immer wieder mal. Nichts ist so bekannt wie der Schweinezyklus. Ein Auf und Ab von Angebot und Nachfrage. Aber viele Märkte funktionieren halt nicht mehr. Die Lebensmittel oder gerade die Erzeugerpreise sind über viele Jahre hinweg tendenziell deutlich unter Entstehungskosten, unter Produktionskosten geblieben, was viele Landwirte gezwungen hat, aufzugeben. Also der Strukturwandel ist nach wie vor rasant im Landwirtschaftsbereich und das treibt natürlich auch uns alle auch um, dass das so nicht weitergehen darf. Die Preise müssen steigen. Also Angebot ist ausreichend da. Was natürlich noch zu fördern wäre, wären Regionalvermarktungsinitiativen, regionale Kümmerer, die attraktive Angebote gerade für Gemeinschaftsverpflegung und Gastronomie überhaupt erst einsammeln. Das ist häufig der Initiative einzelner Landwirte oder einzelner Gastronomen oder einzelner Köche überlassen. Da fehlt es an Systematik. Da tut sich jetzt was, auch, sage ich mal, mit digitalen Plattformen und Ähnlichem. Das ist aber auch höchste Zeit, damit regionale Produkte einfacher ihren Weg finden können in die Wertschöpfungskette. Und bei Bio ist es natürlich auch die Sache, der Bioanteil an der Anbaufläche könnte gerade in NRW auch noch höher sein. Da haben wir auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Kommt natürlich auch immer wieder das Thema auf, sind wir denn konkurrenzfähig, auch preislich? Und da muss natürlich, sage ich mal, die Kostenwahrheit dann auch greifen, dass Dinge, die woanders produziert werden, zu anderen Bedingungen und über weite Entfernung transportiert werden, nicht unbedingt die nachhaltige Alternative darstellen. Auch sowas muss sich dann in den Warenpreisen für die Produkte einmal widerspiegeln. Was jetzt im engeren Sinne, also ich glaube, Lebensmittel haben wir generell genug. Es fehlt an der Regionalvermarktung, an der Bündelung regionaler Angebote. Bioanteil könnte höher werden. Was die Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen jetzt im engeren Sinne näher an den Kitas und Schulen betrifft, ist natürlich, sage ich mal, nach Corona gibt es arge Probleme in der Szene. Da sollte es natürlich Anbieter genug geben, aber viele sind da, sage ich mal, auch durch Corona mittlerweile hat der gleiche Strukturwandel stattgefunden. Viele sind mittlerweile dem Markt verloren gegangen. Ich würde da gerne anschließen. Also das war für uns wirklich ein sehr großer Aufwand, auch unseren Milchhof aufzutun und das anzubahnen. Und deswegen ist dieses Auftun, das Vernetzen, das muss unterstützt werden, weil wir verlässliche Zulieferungen brauchen. Wie gesagt, wenn ich 1.000 Essen am Tag ausgebe, dann muss das stimmen. Und bei uns bekommen die Kinder jeden Tag Trinkwasser, das ist klar, das steht auf den Tischen, das können sie sich zapfen, sie kriegen auch ein Stück Obst, in der Regel dann auch einen Apfel oder was denn saisonal dann entsprechend vorgehalten werden kann. Und das ist schon schwierig, das in bestimmter Qualität dann zu kriegen für eine Schule, die das so anbietet. Es kam im Chat noch eine Frage nach der Bezahlung. Also wir haben allen Beschäftigten angeboten, dass sie in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung kommen. Ich habe nur noch zwei Frauen, die
das gerne wollten, dass sie weiter geringfügig beschäftigt sind. Ansonsten haben wir alle mindestens in einer halben Stelle oder in einer Vollzeitbeschäftigung unsere 18 Leute. Und wir haben ein Jahresarbeitszeitkonto, bezahlen nach NGG-Tarif. Und haben auch immer schon über Mindestlohn deutlich gezahlt und gehen da jetzt auch entsprechend natürlich mit hoch. Und dieses Jahresarbeitszeitkonto ist besonders für die Eltern attraktiv, weil die in den Sommerferien, das heißt in den Schulferien, nicht arbeiten, sondern diese Stunden werden umgerechnet und das gibt dann ein bisschen höheres Stundenbudget in der Woche. Und dadurch ist das gerade für die Eltern, die bei uns arbeiten, besonders attraktiv, weil sie dann zu Hause sind, wenn die Kinder auch Ferien haben und ansonsten in der Schule arbeiten können. Und das trägt auch zu einem guten Betriebsklima bei. Ja, man merkt, Sigrid, ihr habt euch wirklich zu allem Gedanken gemacht, sogar dazu, wie ihr die Arbeitszeit am besten verteilen könnt. Frau Sabetian, Sie hatten die Hand gehoben und wir haben Sie jetzt dazu geschaltet, sodass Sie sich jetzt beteiligen können. Hallo, guten Abend an allen. Hören Sie mich? Ja? Ja. Leite die Küche in einer Regio-Gesamtschule in Rheine. Wir haben eine Großküche an der Schule. Die Schule hat über 1000 Schüler und fast 700 von Schülern kommen zu uns zum Essen. Und wir beliefern auch Kindergärten und Schulen in der Nähe. In Rheine, wir haben so über 2000 Essen täglich. Wir haben auch Bioanteil und Nachhaltigkeitskonzept haben wir auch schon seit langem, seit 2010 sind wir hinterher. Viele Projekte haben wir mit FH Münster mitgemacht und jetzt sind wir auch bei einem anderen Großprojekt Biodiversität dabei. Wir haben alles, was Frau Beer gesagt hatte, ist sehr ähnlich. Wir bieten 3 Menüs an Kindern vor Ort und Fleischmenge ist sehr, sehr reduziert. Wir haben keinen Donnerstag, also wir haben fast jeden Tag fleischloses Essen. Also formell ist ein Menü vegetarisch, vegan, aber wir haben so höchstens 2-mal in der Woche Fleisch. Und die Menge ist auch reduziert, aber wir passen auf, dass sie auch eiweißhaltige Essen auch anbieten. Also wir haben so gearbeitete Rezepte. Wir beliefern auch die Schulen, Kindergärten. 4 Autos haben wir, 2 Elektroautos, dass die Schulen beliefert werden. Unser Problem ist, dass statt Rheine, die Schulen, die wir beliefern, wird ausgeschrieben. Kriterien sind sehr gut, finde ich, weil wir sind auch DGE-zertifiziert, sind nach DGE-Richtlinien und der Bioanteil hat auch eine Gewichtung bei Ausschreibung und auch Warmhaltezeit. Das hat auch eine Gewichtung, dass wir bei manchen Schulen, die mehr Anzahl an Kindern haben, beliefern wir 2-mal am Tag. Also dass es nicht so lange das Essen da steht. Also achten auch auf Qualität des Essens. Das Problem meine ich möchte nicht jetzt beschweren oder so, aber bei dieser Ausschreibung müssen wir Personal da vor Ort für Essensausgabe auch selber stellen und die Reinigungsmittel selber zahlen, selber besorgen, die Handtücher und alles selber reinigen und mangeln und dann wieder zurückgeben. Und durch Corona haben wir, das ist dann das Problem, dass wir mehr Stunden brauchen für diese Essensausgabe, weil die Kinder jetzt wie damals nicht so
alle auf einmal kommen können und in Schlange stehen können und durcheinander. Das wird dann jetzt etappenweise und das muss ganz schnell laufen, dass wir bei manchen Schulen 3 Mitarbeiter hingestellt haben, dass sie dann schnell durchgehen, die Tische müssen desinfiziert werden, dass nächste Gruppe kommt und das ist sehr arbeitsintensiv und das wird aber nicht berücksichtigt bei dieser Ausschreibung. Man bekommt einen bestimmten Zuschuss, aber dieser Zuschuss wird Jahr für Jahr gekürzt. Also diese höchste. Und dann, wenn man da höchste so anbietet, denke ich mal, das hat eine sehr große Gewichtung, diese Zuschussmenge, dass wir immer Angst haben, dass wir unsere Schulen verlieren, unsere Kunden verlieren. Und das finde ich nicht so okay. Das passt überhaupt nicht zusammen, dass man gute Qualität liefern muss und möchte. Und dann steht man auf diese Kosten, die dann stehen. Also da Personal, Sie wissen schon, wenn 3 Personen in einer Schule arbeiten, die mit Mindestlohn und jetzt mit dieser ganzen Geschichte von Preiserhöhung von Lebensmitteln, man fühlt sich irgendwie allein gestellt. Also wir beliefern immer noch diese ganz gute Qualität, also unser Fleisch kommt vom Fleischer, wir Neuland kaufen wir unser Schweinefleisch und das ist dann alles regional kaufen wir. Wir haben einen Bio-Bauer, der uns beliefert. Also das ist, wir halten alles, das Wasser wird auch, Trinkwasser ist immer so beim Essen. Aber dieses Problem ist, dass man hat so ein Gefühl, dass das staatliche Hilfe sich zurückzieht und uns mit Kunden alleine lässt. Und die sind die Eltern, die diese hohen Kosten zahlen müssen, wenn sie 2, 3, wir haben so von uns, von Front, dritte Kind jetzt kostenlos gemacht für die Leute, die gerade an der Grenze sind, dass sie keine Münsterlandkarte haben, das nicht umsonst essen können. Aber das wird nicht richtig schwierig für die Eltern. Und wenn wir die Preise auch erhöhen für die Eltern, dann verlieren wir wieder unsere Kunden und die Kinder können nicht essen, das ist das Schlimmste. Und das sehen wir auch jeden Tag, wenn die Kinder kommen zum Essen. Manche müssen da draußen stehen und die sind nicht angemeldet, möchten aber gerne essen, weil wir haben sehr gute Quote, das Essen ist sehr beliebt, wir kochen gut. Und, Frau Sabetian, ja. Sie müssten so langsam mal einen Punkt setzen. Weil ja, das meine ich. Dass, ich weiß nicht, warum jetzt nicht für alle Kinder das Essen umsonst wird. Dass sie alle an Essen teilnehmen können. Also keine Ahnung, man kann zweimal dieses Kindergeld nicht erhöhen und das Essen für Kinder alle umsonst wird. Und das ist eine spannende Frage. Die greifen wir jetzt auf. Die finde ich wirklich spannend, weil da habe ich schon mit vielen Menschen auch drüber diskutiert, über die Frage, sollte Schulessen umsonst sein, ja oder nein? Und Sie, Frau Sabetian, bevor wir die Frage beantworten, Sie könnten mich ja mal nach Rheine einladen. Das ist ja von Steinfurt-Hollig aus nicht ganz so weit. Das kann ich schaffen. Und dann komme ich gerne mal bei Ihnen vorbei und dann können wir die Probleme noch mal ein bisschen eingehender zusammen diskutieren. Vielleicht kommt ja Herr Fleischer dann auch mit, der kommt ja auch aus Rheine. Aber bevor ich jetzt, ja, Sigrid Beer, Herr Burdig, Frau Hornbruch, sollte Schulessen umsonst sein oder eher nicht? Wer möchte darauf antworten? Und dann würde ich gerne an Patrick Mortet noch einmal abgeben. Also ich würde sagen, ich bin da immer hin und her gerissen bei der Frage, weil das eine ist die Frage, dass alle sich das leisten können müssen und ein Essen in guter Qualität. Und auf der anderen Seite ist es auch hier so, dass wir versuchen, Kindern zu zeigen, da steckt Mühe drin. Also Arbeit in der Essenszubereitung auch wertzuschätzen. Das ist nichts, was man mal eben so rüberreicht und was nichts wert ist.
gutes Essen ist Handarbeit. Und da wird ich, und das ist bei dem, was Frau Sabizian gesagt hat, auch deutlich. Da steckt Liebe drin, da steckt Zuwendung drin und der Wert der Lebensmittel. Von daher ist das so, so ein Ding, wo ich sage, da schlagen wirklich zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite haben wir das Bildungs- und Teilhabepaket, viel zu kompliziert, und es ist richtig, statt Familienleistungen zu komplizieren, sollten sie direkt in der Schule ankommen. Aber diese andere Frage, Wertschätzung von der Zubereitung von Mahlzeiten, Wertschätzung der Lebensmittel, das ist etwas, da muss ich dann schwer dran arbeiten, wenn ich das Essen einfach so rüberschiebe. Und deswegen ja, hadere ich ein bisschen damit aus anderem Grund. Ja, ich habe eben ja auch schon ein bisschen was zu dem Thema gesagt. Also die Probleme, die wir im Moment in Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft haben, resultieren zu großen Teilen daraus, dass Lebensmittel als zu wenig wert empfunden werden, zu billig sind, jahrzehntelang Inflationsbremse waren und viele aus dem System gekickt haben. Wir sind ein Stück weit verwöhnt. Und wenn wir realistisch sind und sagen, wir wollen uns nachhaltiger ernähren, nachhaltiger produzieren, klimaschonender produzieren, dann werden Lebensmittel und nicht nur die, sondern unser Leben teurer werden. Das ist etwas, was Politik letztendlich ernsthaft sagen muss und ehrlich sein muss an der Stelle. Und das schafft für viele in unserer Gesellschaft keine Probleme. Und für die es Probleme schafft, muss dann ein sozialer Ausgleich mit in den Blick genommen werden, ganz konsequent. Ein barrierearmer, barrierefreier Zugang zu subventionierter Gemeinschaftsverpflegung an der Stelle, definitiv ja. Und natürlich muss man auch so ein Thema wie Hartz-IV-Sätze in den Blick nehmen. Sage ich mal, eine kosmetische Erhöhung, wie sie gerade beschlossen wurde, wird dann nicht reichen. Also man muss die Veränderungsprozesse, die in unserer Gesellschaft bevorstehen, wenn wir Klimaschutz und Nachhaltigkeit, SDGs und vieles andere ernst nehmen, muss man sozialpolitisch flankieren, ja. Aber ich bin unsere Position ist die, dass wir gegen ein generelles, kostenloses Schulessen sind, ein Stück weit auch aus den Gründen, die Sie gerade genannt haben, Frau Beer, vor allem auch aus dem Grund, dass es für viele Menschen in unserer Gesellschaft, es geht vielen nach wie vor gut, keine Probleme bereitet, das Schulessen zu bezahlen, auch ein teureres Schulessen zu bezahlen. Und umgekehrt, das ist die Beobachtung zum Beispiel in Berlin, aber nicht nur da, führt ein kostenloses Schulessen zunächst mal, vielleicht nicht langfristig, aber zunächst mal zu erheblichen Lebensmittelabfällen. Gut, vielen Dank. Das ja sehr einleuchtende Erklärung von Ihnen und von Sigrid Beer. Patrick, hast du noch ein paar interessante Fragen, die wir zum Schluss nochmal nehmen können? Weil um 10 nach müssten wir dann auch wirklich Schluss machen. Ja, genau. Also da kommen wir jetzt doch gerade in die spannendsten politischen Diskussionen rein. Und ich werde das jetzt hier etwas abschneiden mit Blick auf die Uhr, wie du gesagt hast. Würde ich gerne nochmal zwei eher technische Fragen stellen. Abschließend wurde noch einmal gefragt, wie sieht es mit der Beratung aus? Also erstmal vielleicht generell Beratungsangebote für Kita, Verpflegung, für Großküchen und Ähnliches. Was würde das auch bei der VZ kosten, ist nochmal reingekommen. Sind diese Beratungsangebote kostenfrei oder würde das für Vereine etwas kosten? Und damit verknüpft vielleicht auch nochmal die Frage nach Fördergeldern. Also welche Fördergelder existieren, um nachhaltige Verpflegungsangebote zu implementieren? Vielleicht auch mal mit Blick auf den Bau einer Küche oder Ähnliches. Also wo müsste man sich dahin orientieren? Da kann ich direkt antworten. Die Frage nach Fördertöpfen hören wir auch tatsächlich sehr häufig. Ich habe auch, als Sie meinten, das BUT muss tatsächlich irgendwie etwas vereinheitlicht und vereinfacht werden. Auf jeden Fall unbedingt. Also das ist tatsächlich ein Punkt, weil das ist aktuell das Instrument über das starke Familiengesetz. Gibt es bestimmt auch noch Möglichkeiten. Aber so richtig den Topf, dass wir sagen, bewerben Sie sich da können Sie das und das machen, gibt es nicht. Es gibt viele Kooperationspartner, es gibt viele Initiativen und Stiftungen, die auch zusätzlich Geld in die Hand nehmen, wo man vielleicht ein Hochbeet mit in die Schule tragen kann und dort initiieren kann. Da gibt es viel, da vernetzen wir auch gerne.
Und zu dem Punkt, unsere Beratung, jetzt rennen Sie uns bitte nicht alle die Bude ein. Unsere Beratung ist tatsächlich kostenfrei. Also wir bieten eine kostenfreie Beratung an, sind aber, wie Herr Buddig vorhin auch meinte, wir sind ein kleines Team und NRW ist ein großes Land. Wir haben viele Schulen, viele Kitas, bis zu knapp, ich glaube, in der letzten Statistik knapp 10.000 paar zerquetschte Kitas. Und jetzt noch die Kindertagespflege dazu. Also unsere Möglichkeiten sind begrenzt, aber das, was wir anbieten, sind kostenfreie Angebote. Also da ist dann kein Betrag an uns zu entrichten und wir helfen da, wo wir können und helfen sehr gerne. Patrick, hastest du noch weitere Fragen? Ja, abschließend eine allerletzte Frage ist gerade reingekommen. Ein bisschen nochmal zum Thema grünes Wahlprogramm. Was machen wir jetzt mit den ganzen Erkenntnissen? Was haben wir damit vor nach der Landtagswahl? Das finde ich ist genau die richtige Frage an Sigrid Behr, weil Sigrid macht ja nicht weiter, ich mache ja weiter. Du kannst das also quasi ganz neutral darstellen. Du hast da gar keine Eigeninteressen mehr im Spiel. Du kannst ganz objektiv berichten, was wir im Wahlprogramm reingeschrieben haben. Genau ein Anliegen. Also die Frage Qualität von Essen muss strukturell unterstützt werden in der Gemeinschaftsverpflegung. Das heißt nicht, dass sie ganz kostenlos sein muss, aber man muss sie sich leisten können. Und natürlich muss es klar sein, dass entsprechend auch sozial unterstützt wird durch unbürokratische Maßnahmen. Und das haben wir uns vorgenommen. Wir haben uns auch ein Programm vorgenommen, was genau diese Verpflegung in Schule und Kita in nennenswerter Zahl dann unterstützt, dass es neue Gemeinschaftsverpflegung geben kann. Wir haben den Aspekt der regionalen Vermarktung und der Vernetzung mit aufgenommen und schließlich auch den Punkt, und ich hoffe, dass Norwich dann maßgeblich auch so ein 1000-Kantinen-Programm dann mal auf den Weg bringen kann, damit das dann auch was wird. Und das andere ist eben auch das Thema Ernährungsbildung, Gesundheitsbildung, Verbraucherbildung in Schulen zu stärken und nicht das Primat der Wirtschaft in Schulen zum Tragen kommen zu lassen, sondern kritische Verbraucher und Verbraucherinnen und ein gutes Angebot an Lebensmitteln und in der Zubereitung dann entsprechend realisieren zu können. Und ich habe eben schon den Hinweis auf die Ganztagsschule und das Ganztagsprogramm gelegt. Wir sollten überall, wo es geht, Möglichkeiten schaffen, dann auch mit Lebensmitteln umgehen zu lernen. Übrigens, gerade Kinder mit Zuwanderungsgeschichte bringen eine ungeheure Praxis und Vielfalt damit. Das ist sehr, sehr spannend. Und wir haben schon früh auch in meiner Zeit an der Uni Paderborn mit mobilen Küchen gearbeitet, die man zur Verfügung stellen kann in den Schulen, um zu experimentieren, um mehr über Lebensmittel kennenzulernen, das Aufsuchen der Betriebe im Umfeld, Schule zu öffnen, da neue Wege zu gehen. Also da ist viel mit neuem Denken von Schule, mit Verbindung der Bildung für nachhaltige Entwicklung zu tun, die ein Schwerpunkt sein muss und sich natürlich auch den SDGs zu widmen im Curriculum. Das gehört eigentlich heute zum Standard und das müssen wir aufbringen, dann kommen wir auch in die Vernetzung all der Themengebiete, die wir heute angesprochen haben. Liebe Sigrid, das war schon fast, finde ich, ein perfektes Schlusswort. Gut gefallen hat mir, dass du aus den 300 Kantinen, die wir im Wahlprogramm stehen haben, gleich 1000 gemacht hast. Das ist ambitioniert und auch richtig. Das ist auch richtig. Ich weiß, dass das immer dein heimlicher Plan ist. Nein, das ist auch, du hast auch völlig recht. Nein, mein Plan wäre, was mir halt aufgefallen ist, dass dieses Ministerium in Nordrhein-Westfalen Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz, Verbraucherschutz heißt. Und eigentlich fehlt das, was wir auf Bundesebene drinstehen haben, nämlich das E wie Ernährung. Und das müsste eigentlich, das subsumiert ja eigentlich alles. Also da steckt ja auch Landwirtschaft mit drin. Und da tatsächlich einen Schwerpunkt zu legen, ich glaube, das ist schon ein wichtiges Anliegen. Und Herr Burdig, Frau Hornbruch, Sie sind da seit Jahren auch aktiv. Ich glaube, wir können das alle zusammen nochmal wirklich ein Stück beschleunigen. So, aber da ist auch wirklich schon viel an Vorarbeit geleistet worden. Vielen Dank, dass Sie heute Abend teilgenommen haben. Vielen Dank für die schönen Präsentationen. Auch an dich, Sigrid. Danke für deine Einblicke, die du gemacht hast. Vielen Dank, Patrick, dass du die Fragen zwischendurch noch reingebracht hast.
Das ist sehr schön auch gewesen. Und vielen Dank an alle, die bis jetzt ausgehalten haben und mit uns zusammen die Veranstaltung gemacht haben. Und wir freuen uns, wenn wir uns an anderer Stelle auch zum Thema Ernährung oder auch zu anderen Themen wiedersehen würden. Und ich wünsche Ihnen allen, euch allen, einen schönen Montagabend. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank. Und Norbich, das erwarte ich von dir, dass du das umsetzt. Nicht bei 300 stehen bleiben. Ja, das ist immer der Plan. Ja, du hast ja recht. Vielen Dank für den Austausch und die Teilnahme. Und danke an dich fürs Moderieren. Tschüss. Tschüss. Tschüss zusammen. Vielen Dank. Einen schönen Abend und bleiben Sie alle gesund. Danke gleich.